Ja, hallo. Heute hier im Gespräch mit Dr. Christian Kegel, gebürtiger Saarländer und wohnhaft in Zürich jetzt doch schon einige Jahre. Und die große Leidenschaft von Dr. Christian Kegel ist die Malerei und dort im Speziellen die Aquarelle. Und es freut mich, dass wir hier ein bisschen Zeit miteinander haben. Herr Kegel, wie sind Sie denn auf das Medium Aquarell gekommen? Das war eigentlich ein sehr schöner Zufall. Auch eben schon wiederum vor einigen Jahren, bei 1996, meine damalige Freundin, heutige Frau, mich zu einer Aquarellausstellung eines Bekannten mitgenommen. Damals war ich vor allem beschäftigt mit Zeichnungen, sehr exakten Architekturzeichnungen, Skizzen, war vom Medium und vom Thema Aquarell wenig begeistert, bin aber natürlich gerne mitgegangen, habe mir das angeschaut und bin ab dem Moment eigentlich infiziert worden mit dem Aquarellvirus, wenn man so schön sagen will. Konsequenz war, ich bin nach Hause gekommen, habe mir meinen ersten Farbkasten und Papier gekauft und erste vorsichtige Schritte in diesem Medium unternommen und seitdem eigentlich konstant damit weitergearbeitet. Und was fasziniert Sie an dieser Technik? Das Faszinierende ist die scheinbare Einfachheit dieser Bilder oder dieses Mediums Aquarell. Wenn man fertige Bilder sieht, meint man auch, das ist mit ein, zwei Schichten gemalt, simpel, einfach und sagt trotzdem viel aus. Wenn man gerade von der Zeichnung kommt, erlebt man auch, es ist nicht immer planbar, die Farben fließen, das Wasser fließt, die Feuchtigkeit spielt eine Rolle. Also man kann nicht nur konstruierend arbeiten, man muss auch einen gewissen Mut und eine gewisse Expressivität zulassen. Und das ist aber gerade das Schöne, man kann etwas Gas geben beim Malen. Etwas Gas geben gefällt mir. Mir stellt sich die Frage, ist die Aquarellmalerei in der Ära von Bezet und der Reproduzierbarkeit, ist das wirklich noch zeitgemäß? Nachdem ich mich mit Aquarell beschäftigt habe, habe ich gesehen, in der Kunstgeschichte gab es etwa in den 80er Jahren eine Renaissance des Aquarell. Es war plötzlich unheimlich in, auf Malreisen zu gehen, Künstlern über die Schulter zu schauen. Und das Medium Aquarell hat ein bisschen ausgehend auch von Österreich eine sehr schöne Renaissance erlebt. Inzwischen ist es aber tatsächlich so, das Internet ist allgegenwärtig. Bilder kann man kopieren, reproduzieren, ausdrucken, vergrößern. Das hat natürlich auch gerade für diese etwas bescheidene und sehr handwerkliche Tätigkeit vielleicht wieder einen kleinen Abbruch getan, bietet einem, ich sag mal, Hobbykünstler aber sehr schöne Möglichkeiten, einmal mit anderen über den PC einen Austausch zu haben, im PC natürlich sehr viele Vorbilder, Malkollegen zu finden, sich auszutauschen und natürlich auch die Motivsuche ist einfacher. Ich drucke mir oft Bilder aus dem Internet, die ich dort finde, die mir dann als Malvorlage dienen. Wenn Sie sagen Malvorlage, wie ist denn der Entstehungsablauf eines solchen Bildes? Die Traumentstehung eines Bildes ist natürlich die Entstehung vor Ort. Das heißt, am Motiv, die schöne Vorstellung, ich sitze in der Toskana unter Zypressen, male eine wunderbare Szenerie den ganzen Tag, am liebsten noch mit einem Glas Wein nebendran. Das mache ich auch gerne ein-, zweimal im Jahr auf Malreisen. Das ist aber natürlich schwer alltagstauglich, wenn man die Malerei jetzt nur als Hobby betreibt. Eine typische Entstehung eines Bildes von mir ist die, ich mache Fotos im Urlaub, in Ferien, drucke mir die aus, die liegen abends auf meinem Schreibtisch in meinem Atelier und ich kann abends nach der Arbeit ein bis zwei Schichten im Aquarell anlegen. Die liegen dann oft 2 bis 3 Tage auf dem Schreibtisch, dann wird wieder eine Schicht weitergemalt und so kann es oft 1 bis 2 Wochen dauern, bis so ein Bild mal fertig ist. Das kommt meiner etwas ungeduldigen Malweise oft sehr zugute. Die Aquarelle muss man immer trocknen lassen. Das passiert vor dem Motiv oft wenig, sodass man sehr nasse, sehr feuchte und damit auch oft zerstörte Bilder mit nach Hause bringt, was trotzdem natürlich sehr schön ist, vom Motiv zu malen. Sie haben ja im Hintergrund auch ein paar Werke stehen und jetzt stellt sich vermutlich dem einen oder anderen die Frage, wo kann man denn Ihre Werke bewundern? Allermeistens im Internet über meine Homepage unter www.christiankegel.at. Da stelle ich eigentlich immer in meinen Galerien aktuelle und auch ältere Arbeiten vor. Darüber hinaus versuche ich 1 bis 2 Mal im Jahr kleinere Ausstellungen durchzuführen. Das ist meist regional, entweder im Saarland, Österreich oder auch gelegentlich bei Kollegen hier in Zürich. Eventuell wird demnächst in meiner Geburtsstadt Homburg im Saarland eine sogenannte Atmosphäre-Veranstaltung durchgeführt. Das heißt, es werden in der ganzen Innenstadt Künstler sitzen und ihre verschiedenen Techniken vorstellen und malen. Das Ganze wird am 30. August, am Samstag, stattfinden.
Da werde ich höchstwahrscheinlich auch dabei sein. Klasse! Herr Kegel, ich bedanke mich und ich möchte in dem Fall die Abschlussworte gerne Ihnen überlassen.